Was ist das Gradierwerk? Ja, bei einem Gradierwerk wird die Sohle, die wir hier vor Ort haben, hochprozentiger gradiert. Das heißt, sie tröpfelt, sie wird nach oben gepumpt, tröpfelt dann ganz langsam am Schwarzdorn hinunter. Und wenn wir uns einen Tropfen vorstellen, der da hinunterläuft, während des Tropfens, durch Sonne und Wind verdunstet Wasser und unten wird die hochprozentigere Sohle in einer Wanne wieder aufgefangen. Vorne an dem Schwarzdorn ist es manchmal so weiß. Das ist kein Salz, sondern das sind die Mineralien, die noch in der Sohle enthalten sind. Wo kommt das Gradierwerk ursprünglich her? Das war Rhenanus, der es entdeckt hat in Bad Sulza bei Weimar. Und er nannte es Tröppelwerk. Wann wurde das Gradierwerk errichtet? Dieses hier ist 1638 erbaut. Es ist 140 Meter lang und 12 Meter hoch. Das wurde ja neu saniert, das Gradierwerk. Und warum wurde das neu saniert? Und was sind die Unterschiede vom alten und neuen? Ja, es wurde bis vergangenes Jahr für 1,6 Millionen neu saniert mit Schwarzdorn und auch ganz, ganz viele Balken wurden ausgewechselt, weil das Gradierwerk baufällig war und der Schwarzdorn war nicht mehr zu gebrauchen. Schwarzdorn muss alle 15 bis 20 Jahre ausgewechselt werden. Die Sohle, die wir haben hier in Bad Soden-Allendorf, wird ausschließlich nicht mehr in die Kurheime geschickt, sondern nur noch für die Werratal-Therme und für das Gradierwerk verwendet. Beides zusammen, die 12-prozentige hier aus diesem Bohrturm und die 4,5-prozentige aus der Brunnenkammer. Ja, vielleicht kann man noch erwähnen, dass das Gradierwerk ja früher zur Gradierung der Sohle war für die Saline. Aber heute ist es für die Atemwege, also man kann hier zum Atmen diese kleinen Bläschen, diese Wassertröpfchen, die ringsum jetzt entstehen, wenn man da lang geht, die sind gut für die Atemwege. Und es ist ja auch jetzt ein Dach, wenn man da rundherum geht, das war früher nicht.